Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ja, es ist Zeit, Feendalm. Es ist Zeit, dass wir die Drachenfeste betreten. Ich meine, wir sind ja auch nur auf einer Botenquest. Wir müssen ja nur dem Jarl Bescheid geben. Das ist eine große Festung. Du bist am Putzen? Mensch. Die summt ganz schrecklich. Ich rate nur zur Vorsicht. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrove empfängt keine Besucher. Ich habe Nachrichten von Helden über einen Drachenangriff. Ich war selber da. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Aber der Drache hat tatsächlich mein Leben gerettet. Auch wenn er das von vielen genommen hat. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Ich bin kein Krimineller. Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Der Drache hat Helgen zerstört. Und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davonflog. Da ist mir. Irelit hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Der Jarl von Falkenring wird das als Provokation verstehen. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irelit, schick... Die Musik ist gerade ein bisschen laut. Verzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte Dankeschön. Da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Alles klar, lead the way. Ich bin ja ein bisschen irritiert, warum... Naja. Ich nehme an, das ist dein Magier. Ihr Magier. Verzeihung, Hoheit. Faringar. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu. Weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Es kommt mir ein bisschen bekannt vor, was ihr da wollt, aber wohin soll das denn gehen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Ich glaube, es ist sogar noch einfacher, als ihr euch das vorstellt. Kann es sein, dass ihr genau das hier meint?
Ah, der Drachenstein aus dem Ödsturz-Hügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Tatsächlich das, oh mein Gott. Ich habe euch den Drachenstein gebracht. Was kommt jetzt? Könnt ihr damit irgendwie rekonstruieren, warum der Drache gerade Helgen angegriffen hat oder warum Drachen zurückgekehrt sind? Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man in Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Oh, alles klar. Was? Was ist los? Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache gespannt. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. Lead the way. Ich habe einen Drachenangriff überlebt. Ich habe nicht gegen den Drachen gekämpft. Ihr erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm? Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Beinhalt. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Soll ich denn aussichten können? Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Das mag sein, aber... Ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Dafür, dass ich meinen Kopf hinhalte, sollte ich gegebenenfalls das Haus bekommen und nicht nur es besitzen dürfen. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Ich nehme an, mit euch beiden darf ich nicht Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Bei dieser Badass-Stimme würde ich das auch denken. Okay, wir haben zwei Geschenke bekommen. Zwei Rüstungen. Eisenschild der Blitzresistenz. Das ist gar nicht mal schlecht. Wenn das ein Blitzdrache... Gibt es Blitzdrachen? Ich weiß es nicht. Und, Damn, die ist tatsächlich stärker. Alles klar, Irilet. Leiter ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Beneide mich nicht dafür, dass ich fast getötet werden kann, okay? Hatte man... Der hat nur viel studiert in Büchereien und nie wirklich gekämpft, nicht wahr? Ich habe ich nicht vergessen, euch beide. Ich muss sagen, das ist mein absolut Lieblings-Track von Skyrim. Wir machen die Musik gleich wieder etwas leiser, aber... Sind wir denn gewappnet für den Drachen? Also ja, es gibt noch einige Performance-Issues, also das Spiel läuft leider nicht hundertprozentig flüssig ohne jegliche Einbrüche. Aber es sollte auf jeden Fall schon um einiges besser laufen.
Und ich meine, ich habe halt wieder viele Grafikmods reingeknallt, weil die sowieso keine wirkliche Veränderung hatten. Also. Hi. Irilith? Die Lage ist folgendermaßen: Ein Drache greift den westlichen Wachturm an. Was sind wir dran? Ihr habt richtig gehört. Ein Drache. Mir ist egal, woher er gekommen ist oder wer ihn geschickt hat. Aber ich weiß, dass er den Fehler begangen hat, Weißlauf anzugreifen. Aber Huskarl, wie können wir denn gegen einen Drachen kämpfen? Pfeil und Bogen. Das ist eine gute Frage. Von uns hat noch niemand zuvor einen Drachen gesehen, geschweige denn gegen einen gekämpft. Aber unsere Ehre gebietet uns, gegen ihn zu kämpfen, selbst wenn wir versagen. Dieser Drache bedroht unsere Häuser, unsere Familien. Könntet ihr euch Nord nennen, wenn ihr vor diesem Monster davonlauft? Soll ich allein gegen dieses Ding kämpfen? Nein, wir sind gleich mausetot. Aber hier geht es um mehr als unsere Ehre. Denkt nur, das ist der erste Drache, der seit dem letzten Zeitalter in Himmelsrand gesichtet wurde. Der zweite. Nehme ich an. Uns gehört die Ehre, ihn zu töten, wenn ihr dabei seid. Und was sagt ihr? Sollen wir einen Drachen töten? Ja, ganz genau. Rücken wir aus. Das wird schon gut laufen. Nicht wahr? Oh Mann. Mal schauen, wie viele Versuche wir brauchen werden, auf Meisterschwierigkeitsstufe den Drachen zu töten. Ich meine, bis jetzt haben wir uns ganz gut geschlagen, ne? Aber ich glaube halt nicht, dass das von maximaler Dauer ist. Westlicher Wachturm. Der da hinten? Oh. Blitze. Soll ich mit euch laufen? Ja, komm. Don't mind me, wenn ich ein paar Blümchen einsammle auf dem Weg, ne? Ich weiß nicht, ob Eisenpfeile gegen die Schuppen einer solchen Bestie durchkommen könnten. Habe ich irgendwelche Tränke zufälligerweise? Da sind die! Starkes Gift der Lähmung. Haha, euch habe ich gesucht. Frostresistenz habe ich, aber ich habe keine Feuerresistenz. Hoffen wir mal, dass es sich um einen Frostdrachen handelt, was? Wenn es sowas überhaupt gibt. Das sieht nach Feuer aus, wenn hier alles brennt. Oh Mann. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und das ist ein großes offenes Feld und ich sehe den nirgendwo. Ist auf jeden Fall nicht gelandet. Ich hier nicht zu niemanden. Fiona, bleib du an meiner Seite, ja? Hallo? Ist hier jemand? Westlicher Wachturm. Nein, zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Verdammt. Was ist dir passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell! Ich weiß nicht. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Da kommt er. Oh, verdammt. Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Oh ja, ich sorg dafür. Ja, die sind ein bisschen besser.
Komm, verwenden wir die zwei besten, die ich gerade besitze. Ja, was? Hast du denn geglaubt? Oh, verdammt. Mir Mjolnir. Okay, einen Moment. Ich werde nicht umsonst solche Tränke herstellen. Oh, der brennt da jemanden nieder. Pendal, in den Nahkampf gehst du? Du hast Eier. Neue Stufe bin ich sogar noch. What? Blickst. Sprich da mit uns? Gott, da hatte ich Glück. Ah, verdammt. Ah, das brennt. Ja. Na komm. Irilet. Ich werde nicht zulassen, dass dieser Drache einen von uns tötet. Er ist schon unten. Schießt alles, was ihr habt. Er ist tot. Verdammt. Was passiert hier? Verbrennt er? Was? Was passiert mit mir? Drachenseele aufgenommen. Unter Schreie im Magiemenü kannst du den Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Wort der Macht gelernt. Kraft, unerbittliche Macht. Die Stimme ist ungezügelte Energie und stößt alles und jeden zur Seite, der sich in den Weg stellt. Benutze Y zum Schreien. Fuß! Aber gar nicht. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Bitte was? Drachenblut, was meint ihr? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Nun, ihr kennt jetzt einen Schrei. Den kanntet ihr vorher noch nicht, oder? Nein. Das kann nur eins bedeuten. Ihr müsst ein Drachenblut sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Oh, ja, der hat einiges an Fallen. Ich nehme an, das sind die gefallenen Leute. Wer hat das gesagt? Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Wer labert das? Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sag doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen, und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können.
Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskarl. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Ein Schrei. Drachenblut. Verzeiht, ich brauche kurz einen Moment, um mich zu sammeln, ja? Für dich ist das in Ordnung, Feendahl? Verdammt. Ich weiß auch nicht, was los ist. Wir sollten zurück zum Jarl gehen. Vielleicht hat er irgendwie eine Ahnung, ich weiß es nicht. Komm, Feendahl. Ich will weg kurz von hier. Blut. Wer es glaubt. Was war das? Feendahl, das geht hier vor sich. Stufenaufstieg möglich. Ja, das habe ich absolut vergessen. Machen wir nochmal mehr Gesundheit. Ja. Schwere Rüstung, Schmiedekunst. Einhändig. Was gibt es denn hier noch für? Dual-Wielding Attacks sind 20% schneller. Oho, okay. Kosten 25% weniger Stamina. Attacks with War Axes kostet extra Bleeding Damage. Mit Schwertern haben 10% kritischen Schaden. Und Streitkolben ignorieren 25% des Rüstungswertes. Jesus, das ist stark. Und ich glaube, ich würde das hier erstmal nehmen. Uff. Eine Sache nach der anderen. Wir werden erst einmal zum Jarl gehen. Besprechen, was passiert ist, und dann muss ich mich aufs Ohr hauen. Es kann ja nicht sein, dass... Ich muss eine Nacht drüber schlafen. Über das, was hier alles... Ich glaube, nochmal vor sich geht. Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkamt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Ich kann mich gerade darum nicht kümmern. Ob irgendwer aus dieser gottverdammten Stadt es überhaupt mitbekommen hat? Könnt ihr den Anblick einer starken Nordfrau nicht ertragen? Lady, ich habe gerade einen verdammten Drachen aus dem Himmel geschossen und seine Kräfte absorbiert. Eine Frau wird mein geringstes Problem sein. Drachenfeste. Ja, Drachenfeste. Ich habe einen Drachen getötet. Wie passend, nicht wahr? Ach, verflucht. Gut. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Wir haben gerade über euch gesprochen. Mein Bruder möchte mit euch reden. Mein Bruder? Was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen töten können. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Die Männer haben gesagt, dass ich sowas wie
sogenannte Drachenblut sein kann. Ich habe davon selber noch nie was gehört. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenblut? Nichts außer das, was eure Männer mir gesagt haben. Aber als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Wer? Die Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was wollen denn diese Graubärte von mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Ja, natürlich habe ich das gehört. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hohodga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten. Es tut mir leid, ich habe die Musik nicht leiser gestellt. Mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teba Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Runga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Runga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Oh, das ihr solltet Entschuldigung. Euch unverzüglich nach Hohodga aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. 7000 Stufen? Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hohodga ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hohodga. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. So denkst du über es deine Bewohner? Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Ja, mein Herr. Alles klar, danke, dass du mich überlastet hast. Feenlal, ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat. Axt von Weißlauf. Das Ziel erleidet 10 Punkte Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Die ist besser. Ich komme sofort. Ah. Vorbei. Vorbei. Naja, wie dem auch sei. Wir haben einiges in dieser Folge erlebt und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt... wir kämpfen gegen Drachen, I guess. Bis dahin, bye bye.